Hey, ich bin Lissy und ich erzähle dir heute meine tragische Geschichte. Also bleib unbedingt dran und ich werde dir sagen, dass deine Langeweile komplett vergeht. Also würde ich sagen, fangen wir ganz von vorne an. Das war meine Mutter. Und das war meine Besitzerin. Und daneben war ihr Vater. Meine Mutter hatte Schwierigkeiten bei der Geburt. Irgendwann hat es dann funktioniert mit deren Hilfe. Es ist wirklich ein schönes Fohlen. Ich freue mich, es schon reiten zu können. Bis dahin muss es aber noch sehr viel pflegen. Ich erblickte zum ersten Mal die Welt. Meiner Mutter hingegen ging es nicht gut. Sie schaffte es auch nicht, mich sauber zu machen oder sich um mich zu sorgen. Deshalb wurde danach schnell der Notarzt gerufen. Meine Mutter blieb allein liegen, weggebracht, weil ich nicht alleine laufen konnte. Ich wurde auf die nebenanliegende Koppel gebracht. Das schaffst du, Blossom. Ich will dich nicht verlieren. Ihr Vater blieb bei mir und streichelte mich ein bisschen. Ich wusste zu dem Moment gar nicht, was abging. Dann traf der Tierarzt ein und seine Begleiterin. Das ist das Pferd, oder? Oh, sie sind doch schneller gekommen, als ich gedacht hätte. Bitte helfen Sie mir. Ich hatte sowas noch nie erlebt. Ich werde mich schon darum kümmern. Aber es wäre mir lieber, wenn Sie rausgehen würden. Okay. Seine Assistentin kam zu mir und streichelte mich mit einer sanften Bürste, die dafür extra entwickelt wurde, zum Massieren und um mich zu entspannen. Ich hatte es wirklich genossen, da es echt sehr angenehm war. Wir schaffen das schon, okay? Sie wird das schaffen. Sie ist ein starkes Pferd. Ja, definitiv. Aber was, wenn nicht? Wir müssen abwarten. 3 Stunden später. So, es ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Und? Also, sie schafft es. Vielen lieben Dank, dass Sie meinem Pferd geholfen haben. Dankeschön, Thompson. Falls was ist, ruf mich an, ja. Wir sehen uns. Blossom. Aber sie sieht trotzdem immer noch nicht so fit aus. Aber wenn du dein Bein gebrochen hast, ist es doch auch nicht innerhalb von 3 Stunden verheilt, oder? Ja, stimmt auch. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass sie es trotzdem schafft. Können wir das Fohlen holen? Es ist einfach eingeschlafen. Es ist ja noch besser zu holen. Komm. So. Ich bleib hier für eine Stunde oder so. Ich habe hier mein Handy, dann gucke ich hier. Ich bin mir da eher sicherer. Okay, wenn was ist, rufst du mich, ja? Gut. Wir sehen uns dann. Du kommst ja alleine nach Hause. Oh Gott. Was man nicht alles für sein Pferd tut. In der Zwischenzeit versuchte ich ein bisschen Kontakt mit meiner Mutter aufzunehmen. Doch sie antwortete mir gar nicht. Mom, was ist los? Ich will mit dir sprechen. Mir geht's gerade noch nicht so gut, aber vielleicht wird das noch besser. Warte, ich hab eine Idee. Komm mal her. Ich konnte auch so langsam wieder stehen und... Komm. Ja, fein. Komm, wir gehen nach draußen. Dann kann sich deine Mutter ein bisschen erholen. Du bist ein süßes Fohlen. Nach ein paar Stunden wurde ich dann auch wieder in die Box geführt. Und insgesamt vergingen 2 Tage. Meine Mutter konnte inzwischen wieder stehen. Und darüber war ich ziemlich glücklich. Und sie kümmerte sich wirklich gut um mich. Ich war unglaublich glücklich. Ach, ich bin so glücklich, dass ich dich hab. Dich auch, Mom. Doch 10 Minuten später passierte etwas Unvorsehbares. Was ist los? Bitte red doch mit mir, Mom. Oh, Mama. 20 Minuten später. Blossom! Du bist ganz ruhig. Blossom! Blossom! Nein, ich muss den runterrufen. Weitere 10 Minuten später. Ich habe so schnell gemacht, wie ich konnte. Komm her. Zusammen spielten wir, aber ich machte mir immer noch große Sorgen um meine Mutter. Auch nach 20 Minuten... stand ein Urteil fest. Und? Ist alles gut. Sie hat es leider nicht mehr geschafft. Bitte, gibt's nicht irgendwelche Medikamente oder so? Es tut mir so leid, aber es geht nicht mehr. Kann auch wirklich nicht echt sein. Wir werden das schon schaffen. Es tut mir wirklich riesiges Leid um ihren Verlust. Wir klären das. Trotzdem danke, dass sie uns geholfen haben. Bitte. Es tut mir so leid, Kleines. Man konnte es nicht sehen, aber eine Träne entweichte.
Was machen wir jetzt? Sophia, ich will dich nicht enttäuschen, aber wir verkaufen das Fohlen. Nein, das tun wir nicht. Sophia, so haben wir es vorher auch gemacht. Weißt du noch, der Verlust, Susi? Wir mussten das Fohlen verkaufen. Wir können uns nicht leisten, noch ein Pferd zu kaufen. Natürlich können wir uns das leisten. Zumindest vielleicht, wenn wir ein ganz günstiges Pferd kaufen. Sophia, hör mir zu. Das schaffen wir nicht. Gestern war die Behandlung schon ziemlich teuer und jetzt soll ich noch mal ein neues Pferd kaufen. Denkst du, ich kann mir das alles leisten? Mom ist nicht da, um uns zu helfen. Dad. Das war auch der Grund, warum sie uns verlassen hat. Sie wollte nicht mit diesen ganzen Pferden etwas zu tun haben, weil die finanziellen Kosten einfach zu hoch waren. So leid, Sophia. Ich gehe nach Hause. Mom. Du wirst eine schöne neue Familie bekommen. Am nächsten Tag. Ich wurde am frühen Morgen aus der Box geholt und es war soweit. Das ist die Gute. Sie ist ein perfektes Schlägepferd. Sie sehen sich schon ziemlich ähnlich. Ja. Deswegen ist es ja auch so perfekt. Und die beiden passen bestimmt gut zueinander. Soraya hat schon viel mit Fohlen gemacht. Deswegen, ich würde sagen, passt schon alles. Ja, das meint. Das Geld ist ja überwiesen. Na, dann freue ich mich auf dieses Fohlen. Super. Dann komm. Komm. Ich wollte nicht in diesen Pferdeanhänger. Und ich wusste, es war auch nicht mal meine Mutter. Deswegen weigerte ich mich. Als ich weglaufen wollte, wurde die Tür zugemacht. Danke für das coole Angebot. Gerne, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns mal irgendwann wieder. Bestimmt. Super, bis dann. Nein, ich habe ihr nicht mal Tschüss sagen können. Du kannst sie auch irgendwann mal besuchen. Sophia. Kommt. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich schaute mich erstmal erwartungslos um. Doch. Mom. Hey, ich bin deine Mutter. Alles gut. Du bist nicht meine Mutter. Mom, ich dachte, du wärst. Ich bin wirklich nicht deine Mutter. Das tut mir leid. Ich will hier weg. Es gibt doch keinen Grund, dass du hier weg willst. Ich bin deine neue Mutter. Ich will aber keine neue Mutter. Ein paar Monate später wurde ich auch groß und ich bekam eine eigene Box. Es ist so schön, dich groß zu sehen. Ich weiß ja jetzt nicht so. Aber was viele nicht wussten, dass ich schon schwanger war und ich in 7 Monaten mein Fohlen bekommen sollte. Es ist wahrscheinlich wirklich schwierig für sie. Das ist zwar schon 1 Jahr, aber ich meine, 1 Jahr ist ja auch nicht viel. Aber sie hätte mich wenigstens akzeptieren können. Ich habe mich um sie gekümmert. Dafür kannst du nichts. Es ist halt so. Ich glaube, du hättest wahrscheinlich auch so reagiert, wenn du keine Mutter mehr hättest. Oh, die Nerven so doll. Und dann kam es zu dem Tag, zu meiner Geburt. Zumindest zu der Geburt meines Fohlens. Und dann lag ich da, mit Schmerzen. Vor Ort war auch der Tierarzt dabei, der mich bei meiner Mutter begleitet hatte. Sollen wir irgendwie helfen? Soll ich ihnen irgendwie helfen? Wir müssen erstmal kurz warten. Ich sehe es, den Kopf. Jetzt kann sie mir helfen. Ist alles gut? Es sieht so... Weiß ich nicht. Aber ich rufe kurz mal die Vorbesitzer des Pferdes an. Die freuen sich bestimmt auch. Hey. Ich hatte keine Kraft, um nach meinen Fohlen zu gucken. Wir werden in 30 Minuten da sein. Was ist los? Dieses Fohlen. Ich kann tun, was ich will. Es schafft es nicht. Es bewegt sich nicht. Das war das Einzige, was ich hörte und sofort verfiel ich in Panik. Doch wenn ich das jetzt tun würde, wusste ich, dass ich es auch riskieren würde. Also versuchte ich ruhig zu atmen. Es ist wahrscheinlich, weil das Pferd so jung war. Zu jung, aber wir hatten noch keine Komplikationen mit den anderen. Die waren auch genauso alt. Ich kann so viel untersuchen, wie ich will. Es tut sich nichts, wo man sagen könnte, wir schaffen es trotzdem. Mann. 30 Minuten später. Wir sind auch da, Lissy. Es ist alles gut. Wo ist das andere Fohlen? Es ist in der Klinik. Wir versuchen es noch zu leben. Lissy. Weißt du was? Du vermisst Lissy doch so sehr, oder? Ja. Weißt du was? Du kannst sie so oft besuchen, wie du willst. Ja? Wirklich? Ja, wann immer du willst. Ich verlange auch nichts dafür, okay? Vielen lieben Dank. Vielen Dank. 2 Jahre später.
Und wisst ihr was? Ich war nach 2 Jahren Mutter von 2 süßen Fohlen. Und was auch noch lustig ist, die beiden hatten geheiratet. So wurde auch Sophia unglaublich glücklich. Und das war meine Geschichte. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Und schaut euch gerne noch weitere Videos auf meinem Kanal an. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.